Oh mein Gott, ey, ich küsse doch die Augen meiner Geografielehrerin. Schöne Grüße. Hey Leute, was geht ab? Hier ist Daniel. Ich bin bekannt für den Namen FM Daniel und das ist Adelina. Hi. Heute ist auf jeden Fall Geografie angesagt. Wir machen ein Quiz. Bist du ready? Ja. Los geht's. Wie viele Hansestädte hat Deutschland? 25, 24, 9 oder 3? Was ist Hansestadt? Ey, das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst. Bitte, ich schwöre, das musst du kennen. D. Bremen, Hamburg und Berlin. Nee, Berlin. Nee. Also D. Mann, es sind auf jeden Fall 3, Mann. Was? Was? Nervt nicht. A und B sind 24, 25. Eins von beiden muss es sein. Nein, aber dort, wo ich wohne, wird auch jede Dings das City die Hansestadt. Hör mir zu, bitte. Hm. Guck mal, ich hab dich unnormal von ganzem Herzen alles lieb. Hansestädte, also die gehören nicht in Bundesländer, oder? Bin ich, ist das richtig, was ich sage? Ich schwöre, das musst du kennen. Auf jeden Fall ist. C9? Ja, guck, was lügst du, Junge? Du hast es extra gemacht, damit du gewinnst, Alter. Ich wollte 24 oder 25 sagen, weil diese Zahl da nur eins Dings da. Tut mir leid, ich schwöre, ich bin unwissend. Ich bin dumm, okay? Tut mir leid. Welchen Ort gibt es nicht in Deutschland? Busenhausen, Hodenhagen, Kitzler oder Fickmühlen? Also, wenn es Fickmühlen gibt, ne? Dann also Deutschland, Alter, bitte. Aber ich glaube, das ist so eine Falle oder so, weißt du? Ich glaube, es gibt keinen Kitzler. Ja, okay. Also wenn jetzt Fickmühlen wirklich echt ist, Digga, dann weiß ich auch nicht. Ja? Fickmühlen gibt's nicht. Leider falsch. Oh mein Gott, es gibt wirklich sowas? Wo liegt das? Digga, ey, Junge, alles reimt sich auf Hausen in Deutschland, Junge. Jedes Dörfchen reimt sich auf Hausen, Digga. Wusstest du das? Nö. Wie hieß Chemnitz bis 1990? Krimitschau, Stalinstadt, Karl-Marx-Stadt oder Leninstadt? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Walla, 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 ich weiß es. Karl-Marx-Stadt. Oh mein Gott, ey, ich küsse doch die Augen meiner Geografielehrerin. Ich küsse doch dein Herz. Schöne Grüße raus. Gehen raus. Wie heißt ein in Deutschland fließender Fluss? Po, Galle, Lippe oder Arm? Ah? Junge, wie schnell warst du bitte? Meine Gehirnzellen müssen das mal kurz verarbeiten, diese Frage. Ha! Ich weiß es. C. Wer ist in the game, ne? Junge, guck mal, das ist die Mitte, das ist, ich schwöre. Das ist nicht in der Mitte, es ist Mann. In der Mitte, steh auf und guck. So. Der Kirchturm von Surhusen ist weltweit das Gebäude mit den meisten Ecken, der älteste Kirchturm, das schiefste Gebäude oder der kleinste Turm? Der älteste Kirchturm. Der kleinste, D. Ey, Mann, warum sind wir so schlecht? Das schiefste weltweit. Der schiefe Turm von Pisa? Ja. Der ist noch schiefer als das. Können wir bitte so ein Bild davon sehen? Welche Innenstadt hat keine Straßennamen? Nürnberg, Bonn, Oldenburg oder Mannheim? Hey, gibt's sowas? Inwiefern? Also in der Innenstadt? Keine Namen der Straßen. Also ich war jetzt schon wirklich in vielen Städten, aber ich habe mir sowas noch nie gesehen. Bonn? Warum sind wir so schlecht? Ich glaube, ich sag's jetzt auch falsch. Ich korrigiere mal, ich glaube, es ist Oldenburg. Nein, nein, nein. Die Innenstadt von Mannheim hat keine Straßen. Mannheim als römische Stadt ist, deswegen hat man die Innenstadt nur mit Zahlen gemacht. Bei Harry Potter doch auch. Ich habe noch nie Harry Potter geguckt. Junge, guck mal, stell dir vor, wir beantworten nicht mal eine Frage richtig. Was denken die Leute von uns? Als wären wir, keine Ahnung, IQ von, weiß ich was, haben 1 oder so. No. Well. Egal, komm, wir geben uns das Bestes. Nächste Frage. Welches ist das einzige Bundesland, das aus 2 getrennten Teilen besteht? Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen? Das ist Mecklenburg-Vorpommern.
Mecklenburg-Vorpommern? Das ist falsch. Das ist falsch. Bremen. Bremerhaven und Bremen, ne? Boah, ich bin so, ey, Junge, ey, Geografielehrerin, wenn du das, wenn du jetzt nicht an diesem Punkt auf mich stolz bist, dann weiß ich auch nicht. Sie denkt sich gerade so, boah, das macht gar keinen Spaß mehr, Mann. Ey, ich schwöre, du bist so ein Arschloch. Du ratest doch nur, du weißt gar nichts. Sie ist einfach nur noch angepisst. Welches ist keine ostfriesische Insel? Sylt, Baltrum, Memmert oder Norderney? Vielleicht Sylt jetzt die richtige Antwort? Sylt. What the fuck? Ich mach nicht was. Sag nicht den Punktestand, bitte. Ich hab mich bemüht, dass er es nicht sagt. Du hast nur geraten. Ja, aber das hast du gut gemacht. Ich weiß. So Leute, auf jeden Fall, wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr uns sympathisch fandet, könnt ihr uns auf jeden Fall auf unseren Kanälen folgen. Ihr könnt uns gerne auf TikTok folgen, und zwar heiße ich dort Adelina Dalewska. Und falls ihr ihm folgen wollt, der heißt FM Daniel. Dankeschön. Ich küsse euer Herz. Auf Wiedersehen. Vergiss auf jeden Fall oben den Kanal nicht zu abonnieren. Links und rechts sind auf jeden Fall zwei weitere Videos zu sehen. Und vergiss die Glocke nicht zu aktivieren. Ihr wisst Bescheid.